Yo, was geht, Leute? Bleibt es mal wieder am Start mit einem weiteren Pokémon-Expert. Wir machen hier gleich mal weiter in diesem Pokémon-Dorf. Und wir gucken uns gleich mal an, was es hier alles so Schönes gibt. Nachdem wir hier fertig sind, werden wir uns dann wieder zur Stadt begeben und den Arena-Leiter herausfordern. Weil ich den gerne kloppen möchte, um seinen Orden ihm abzujuxen oder so. So, ich habe jetzt einige Items von diesem Pokémon bekommen. Die sind an sich sehr nutzlos, aber trotzdem sehr nett von denen, ne? Und ja, dieser Typ hier. Der versperrt mir den Weg zu dieser Höhle und dort können wir später erst hinein, nachdem wir die Top 4 geschafft haben, also einfach die Pokémon-Liga. Das werden wir uns also für später merken. Ja, dieses Galaxy ist voll am Abchillen, es schläft hier rum. Keine Ahnung warum. Warum es das tut, ich denke einfach, es hält gerade seinen Winterschlaf, obwohl es gerade nicht Winter ist, also bei ihm auf jeden Fall nicht. Und ich finde es an sich sehr cool. Man kann ihn nicht einfangen, man kann ihn nicht aufwecken und auch nicht bekämpfen, gar nichts, ne? Also ich denke, der hat irgendeine Krankheit, so irgendetwas Tödliches und den sollte man auch nicht stören, bis er halt genesen ist oder so. Ja, keine Ahnung. Okay, ich bekomme eine Prachtfeder, die sehr nutzlos ist, die kann man nicht mal ansatzweise gut verkaufen. Und ich kann diesen Baum hier zerschneiden. Heinerte! Und das bringt gar nichts, okay. Und warum sind die dann hier? Geil, gutes Spiel. Das Spiel macht Sinn oder so. Naja, so, Top-Genesung. Können wir später gebrauchen. Eventuell in der Top 4 oder auch nicht. Mal gucken. Was gibt es hier? Rotom nicht. Bestimmt nicht. What the fuck? Barnett? Was macht Barnett in einem Mülleimer? Ich hatte mir dieses Müll-Pokémon hier vorgestellt. Aber nicht Barnett, ey. Also ich habe gar nichts gegen Barnett, deshalb finde ich das gerade voll uncool, dass so ein Pokémon in einem Mülleimer lebt oder so. Honig, okay. Wie kann man in diesem Spiel Honig benutzen? Ich habe das noch nirgendwo gesehen. Ist mir egal, macht sowieso keinen Spaß. So. Riesenpilz. Ich denke, diese Items kommen hier täglich oder so. Ich denke, die werden neu, keine Ahnung, produziert oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall bekommt man jeden Tag, glaube ich, die Items. Ob man die braucht, ist jedoch eine andere Sache. So, habe ich jetzt alles erforscht, was es hier zu erforschen gab? Ja, ich denke schon. Ja, Leute, das hier ist das Pokémon-Dorf, ne? Also, ich weiß, ihr denkt bestimmt, das ist doch gar kein Dorf. Das sieht voll alles lame aus. Genau, ihr habt recht. Es sieht alles blöd aus, alles bekifft und alles sehr lame. Und ja, an dieser Stelle kann ich mal wieder sagen, dass ich das Spiel sehr gut finde. Und dass ich das vor allem überkrass feier. Natürlich, meine ich das jetzt nicht so, wie ich es gesagt habe. Und ich habe mich gerade wiederholt, nämlich zweimal mit natürlich. Das war blöd. Auf jeden Fall, man hätte das Spiel so besser machen können, dass der Wahnsinn. Ich muss jedes Mal auf es rumtrampeln, weil ich einfach gar keine Wahl habe. Du da. Das ist das Geheim-Dungeon. You don't say. Es ist nicht geheim, denn du bist gerade vor dem Geheim-Dungeon. Also kann es nicht mehr geheim sein. Dieser Ort wird von unglaublich starken Pokémon bevölkert. Nein, das wage ich zu bezweifeln. Es gibt nur ein einziges Pokémon in dieser verkackten Höhle. Aber das nur so nebenan. So, gehen wir wieder zurück zur Pokémon-Stadt oder zu Fractalia City oder wie ich sie auch nenne, Blago City. Und bekämpfen dann auch den Arena-Leiter sofort. Weil ich meinen achten Orden möchte und dann sofort zur Pokémon-Liga. Das wird geil. Und ich habe eine CM hier vergessen. Geil, ich bin voll cool. Naja, die brauche ich sowieso nicht. Eventuell werde ich die später nochmal nehmen, falls ich bockig bin. Ich weiß nicht, ich werde die sowieso nicht benutzen, also egal. So, raus hier! Ah, sehr gut. Ich habe leider kein Pokémon, das fliegen kann, was sehr blöd ist. Weshalb ich auch nicht dorthin fliegen konnte. Was schon sehr behindert ist. So, ich muss noch kurz meine Pokémon aufheilen und dann können wir uns gleich mal zur Pokémon Arena begeben. Ich werde versuchen, ja, die Arena etwas geiler zu machen. Also den Arena-Leiter möchte ich gerne mit einem einzigen Pokémon beefen. Also ich werde versuchen, mir jetzt Durengard alles zu kloppen. Ob mir das gelingen wird, keine Ahnung, aber ich möchte einfach mir selber so eine Challenge aufstellen, damit das Ganze etwas cooler ist oder so. Keine Ahnung. So. Das macht so wenig Sinn. Die Arena ist so klein und dann passt so ein gigantischer Ort in so einem kleinen Raum. Das ist der Wahnsinn. Galanto, anerkannte Trainer Blagos. Okay. Du da?
Sei gegrüßt, zukünftige Champ. Wie geht's, wie steht's? Wie dir schon sicher aufgefallen sein dürfte, stehen der Fraktal erinnert der Typ Eis vor. Du hast 7 Orden, du weißt Bescheid. Los geht's, zeig der Welt, aus welchem Holz der zukünftige Champ geschnitzt ist. Jawohl, ja, hast du gut gemacht. Ich bin aus Ahorn geschnitten worden oder so. Keine Ahnung. Wenn hab ich an der Front mal gucken? Hunter sollte es sein, genau. Ja, ob es klug ist, mit Hunter hier zu kämpfen, ich denke eher nicht. Er ist ja von Typ Drache Gestein. Ist also nicht so schlau, den an der Front zu lassen. Aber ich denke, das sollte schon reichen, um die meisten Pokémon hier zu beefen. Ich möchte nur mit ihm Level 60 erreichen und dann werde ich schon zu einem anderen wechseln. Denn ich möchte sie alle Level gleich halten und 60 ist schon eine saubere Zahl, die man schon benutzen kann. Und Übernahme klingt blöd. Ah ja, das weibliche Sneebel sieht anders aus als das männliche, ne? Dieses Dingens, dieses Ohr oder diese Feder an seinem Kopf, ne? Die ist bei den männlichen etwas größer und das sieht irgendwie auch besser aus insgesamt. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall gefällt es mir viel besser. Austausch, Fritz, Kopfstoß. Austausch ist ja vom Typ Eis, Wasser, ne? Ich vergesse jedes Mal, dass er vom Typ Eis ist, ne? Ich weiß nicht warum, ich denke immer, es wäre einfach ein Wasser-Pokémon. Denn die meisten Wasser-Pokémon können ja auch Eisattacken zugleich. Weshalb es für mich irgendwie gar keinen Unterschied macht, ob es jetzt Eis- und Wasser-Pokémon gleichzeitig sind, ne? So. Ja. Nur bei Lapras merke ich mir das jedes Mal, weil Lapras geil ist. So, was ist das denn? Boah, geht ja voll ab hier, ey. Ich weiß nicht, wie man sowas machen kann. Das sieht auf jeden Fall sehr gefährlich aus. Da könnte man eventuell sterben, aber das nur so nebenan. Und, ja, ich wechsle mal hier. Zu Legok. Oder Chicken Mac. Chicken Mac ist besser. So. Und ran geht's an dem Trainer. Ich möchte an ihm knabbern oder so. Frostig, eisig, klirrend, kalt. Erstarre zu Eis. Oder so. Ist der Magier von Hoffner Kloms? Ich hoffe nicht. Botogil. Ja, Botogil ist blöd. Ich finde, er verdient auch eine Entwicklung, so voll der Weihnachtsmann. Ey, in Pokémon Channel gab es, also kam er sehr oft vor, ne? Und ich hab ihm den Namen Schwanzogil gegeben, weil ich das immer cool fand, so. Ah, Schwanzogil! Ob das unbedingt ein guter Name ist, ob das auch sehr gesellschaftlich gut ist, ich weiß nicht unbedingt. Aber es klingt auf jeden Fall sehr gut. Und das kann man so stehen lassen, glaube ich. Mamutel! Okay, auch hier kann ich einen Feuerfeger rauskloppen. Und Bams! Und auch tot. Ja, ich denke, die ganze Arena könnte man mit Logok machen, ohne Probleme. Ich denke, mit Kampf und Feuerattacken sollte das alles einfach so easy sein. Ey, was geht, Bruder? Ich finde, man hätte die Arena-Kämpfe etwas schwerer machen sollen, so. Dass die Arena-Kämpfe, also dass die Arena-Leiter so taktisch kämpfen, ne? Ich hatte vor kurzem ein Hackspiel gespielt und Alter, ist das Spiel verkackt schwer, das glaubt ihr nicht, Leute, das ist der Wahnsinn. Ich hatte mich so aufgeregt, weil es einfach übertriebene Kacke ist, ne? Warte, ich muss hier kurz überlegen, wie geht das? Blagos. Ja, das hier bringt nicht so viel. Das hier bringt überhaupt nichts. Ich muss dafür sorgen, dass diese Kacke hier richtig ist. Ja, das hier geht schon. Okay, das hier kann man so stellen. Okay, sehr gut. Und dann noch das hier bewegen. Damit ich auch darüber passieren kann. Nein, blöd. Nochmal. Blagos? Ah, sehr gut. Ja, ich hatte... Wie heißt das Spiel? Pokémon... Glaze, glaube ich. Pokémon Glaze Edition oder so. Auf jeden Fall ein sehr gelungenes Hackspiel. Aber das Spiel ist übertrieben schwer, Leute. Das Spiel ist der Wahnsinn, ey. Man muss so viel trainieren. Und die Trainer sind so übertrieben stark. Die spielen wirklich so taktisch. Also man merkt es schon, man hat einen extremen Schwierigkeitsgrad. Und das Spiel ist der Wahnsinn. Also ich hab mich so aufgeregt. Es ist einfach unfair. Unfair bis zum Umfallen. Er hatte zum Beispiel, also ein Arena-Leiter hatte, wie heißt dieses Pokémon? Skorgo, glaube ich, heißt das. Die Entwicklung von dem anderen Dingens. Wie heißt der andere? Ich vergesse den Namen. Auf jeden Fall wisst ihr Bescheid. Und der hatte so eins auf Level 30. Und meine anderen Pokémon, also meine Pokémon waren so auf Level 26 bis 28. Keine Ahnung. Und ja, er hatte einen Skorgo Level 30. Er hatte den eingesetzt. Dann macht der Typ allen Ernstes Toxin. Und dann setzt er die ganze Zeit Schutzschild ein.
Ist eine ganz bekannte Attacke aus den Online-Kämpfen, also sollte an sich nichts Besonderes sein. Ich habe schon oft gesehen, deshalb hat es mich sehr gewundert, dass ein Trainer, also einfach ja ein Trainer aus einem Spiel es benutzt hat, oder in diesem Fall ein Arena-Leiter. Und ich fand das voll krass, aber es ist so übertrieben, man hat einfach gar keine Möglichkeit, ihn zu besiegen. Und ich hatte einfach keinen Bock mehr, bis ich dann auch aufgehört hatte mit dem Spiel. Logok, was soll der Mist? Was machst du da? Ja, das war blöd, ne? Auf jeden Fall wünsche ich mir etwas, also eine etwas größere Challenge in den Pokémon-Spielen hier. Wie gesagt, der Hürdenmodus hätte hier so gut gepasst. Ich denke, da hätten wir alle unseren Spaß dran. Aber den haben wir nicht. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Egal. So, Keifel weg. Und ich habe gesehen, der hat noch ein weiteres, kann das sein? Rosanna! Ich hätte wechseln sollen. Ich denke, Rosanna kann auch Dönerblitz einsetzen. Ich mache trotzdem mal Surfer hier. Weckruf! Ja, Weckruf ist eine Kampfattacke, wurde mir gesagt, ne? Was ich sehr blöd finde. Warum ist das eine Kampfattacke? Ich schläge mich wieder auf. Das bringt es einfach nicht. Bams! Und tot. Und tot. So. Ast-Trainer. Warum sind hier nur alle Ast-Trainers? Warum gibt es hier nur Ast-Trainers? Was ist da los? So, ich kann hier gleich mal wechseln. Ja, Logok ist tot. Ich werde einfach mal, wen soll ich denn nehmen? Ich nehme einfach mal Paladin. Oder sogar besser, Ragnarok. Und warum hat er den Logo nicht? Das macht keinen Sinn. Gebe ich gleich mal Logok und der geht dann an der Front, damit ich mit dem auch etwas kämpfen kann hier. So, ich muss noch den hier bekämpfen. Das ist der letzte. Einfach immer cool bleiben. Das verleiht einen wahre Power. Cool. Also einfach kühl bleiben, ne? Versteht ihr? Ich meine, der friert sich gerade hier zu Tode. Und der möchte trotzdem cool bleiben. Okay. Es ist okay, kann man nur stehen lassen. Ist ja nicht unser Problem. Es ist ja sein Problem. Also kann man es wirklich so stehen lassen. Ich könnte hier Sanktoklinge einsetzen oder Eisenschädel. Der würde egal wie sterben, aber ich weiß nicht. Eisenschädel sollte noch effektiver sein. Wildstep. Machen wir einfach das mal. Taktikwechsel von Durengard. Hi! Sehr gut. Ich dachte nicht, dass Durengard schneller sein würde als Sibirio, denn ja, Durengard ist an sich ein sehr langsames Pokémon, was sehr blöd ist. Gelatwino. Oh mein Gott, ich kann dieses Pokémon beim besten Willen nicht ausstehen. Er sieht aus wie die Ice Climbers. Die, ja, nicht unbedingt, aber ist, irgendwie erinnert das mich immer an die zwei. Bestimmt, weil sie auch so mit Eis bedeckt sind, so etwas mit Eis zu tun haben und so zwei Zwillinge, die sich niemals trennen können. Der Wahnsinn. So. Ah, das Blut brudelt förmlich in meinen Adern. Lagus. Mach's gut, Bruder. Das hast du ganz gut gemacht. Ich muss aber nochmal zurück, denn ich möchte meine Pokémon kurz aufheilen. Ne, ich denke, das ist nicht mal nötig. Ne, ich werde nicht rausgehen. Ich denke, das hier ist doch etwas geiler. Vielleicht ist es auch, also wird die Challenge auch dadurch etwas interessanter oder so. Keine Ahnung. So, jetzt nur noch das hier bewegen. Bis es passt. Und es passt. Nicht. Nicht, ich wollte gerade nicht sagen. Nochmal. Das könnte passen. Ja, immer Topschutz einsetzen. Auch in der Arena. Und jetzt passt. Sehr gut. Ich gehe rauf. Links. Nee, ich gehe mal rechts. Rechts ist gut. Warum gibt es hier jetzt zwei Treppen? Ich finde, man hätte einfach eine einzige Treppe daraus machen sollen. Aber dann würde dieses Rätsel keinen Sinn machen. Oh. Du da, was geht? Warte, ich gucke nur noch kurz, ob... ja, Ragnarok ist ganz aufgeheilt. Und ich denke, wir können das Ganze auch starten. Eis ist, du weißt schon, hart, aber eben auch zerbrechlich. Das ist ein bisschen wie beim Kämpfen. Oh, du meine, du weißt schon, meine Defensive durchbrechen kannst. Hängt davon ganz ab, mit welchen Pokémon und Attacken du angreifst. Aber genug geredet, jetzt wird, du weißt schon, gekämpft oder so. Yeah.
Läuft ja sehr gut hier, ne? Naja, mit Duengard kann man auch sehr schlecht verlieren, ne? Der ist einfach Babbo, ey. Ich denke, bei diesem hier mache ich lieber Sanktoklinge. Nee, ein Schädel. Tod. Oh, that's a pretty much dick move. I don't like this. Und wird das... Oh, Gott, der... Oh, okay. Das hier war alles lame. Denn das Problem war, sobald man verwirrt ist, kommt Blagos. Nee, die Verwirrung wirkt sich auf das Treffen von sich selber auf. Also falls man verwirrt ist und sich selber auf die Fresse haut, tut das Schwertanz das Ganze noch etwas krasser. Habe ich das irgendwie richtig erklärt? Nö, ist egal. Auf jeden Fall habe ich mich gerade selber getötet wegen meinem eigenen Schwertanz. Und wegen dem verkackten Kung-Fu-Strahl. Ungefähr so. God damn! Ich wusste gar nicht, dass dieses Teil so schnell ist, Alter. Das kommt mir gar nicht gut. Das hält sich im Kopf nicht aus. Das Schlimmste an der Sache ist gerade, dass ich hier eventuell verlieren könnte. Wage ich zwar zu bezweifeln, aber es könnte sein. Was soll ich jetzt machen hier? Samenbümbe? Nö, Steigerungshieb. Ah, komm, ey. Ich mag diesen Arena-Leiter. Der sagt zwar Bolts, also der spielt schon sehr unfair, aber ich mag das. Der ist nicht blöd. Also nicht ganz blöd. Nur etwas. Ey, meine Pokémon sollte man töten, ne? Die sollte man einfach nehmen und in die Mülltonne werfen. Ey, wäre ich ein Trainer, ich würde es sofort nach so einem Fehlschlag freilassen, ne? Bei mir dürfen keine Pokémon verfehlen. Goddammit! Guckt euch das jetzt an. Der Wahnsinn! Der Wahnsinn! Alter, das gibt es nicht. Ey, wie oft haben sie sich jetzt selber auf die Fresse gehauen? Das ist der Wahnsinn. Ich hab grad voll meinen Spaß, weil ich gerade verliere. Das hält sich im Kopf nicht aus. Friss meine Hydropumpe, Mann! Ey, das kann er nicht ernst meinen, dieser Typ, ne? Kann es nicht einfach sterben? Es nervt mich mittlerweile, Alter. Yes, es wurde paralysiert. Geil, Alter. Dönerwelle. Er wehrt die Attacke ab. Ja, klar. Man kann natürlich eine Hydropumpe ganz, ganz gekonnt abwenden. Zumal, wenn man paralysiert ist. Das ist alles sehr, sehr logisch. Und ich sollte alle meine Scheiß-Pokémon freilassen, weil sie minderwertig wie die Nacht sind. Das hältst du im Kopf nicht aus. Was soll der Mist? Oh, da regt man... Ich könnte mich fast nicht aufregen. Scheiß Viecher, ey. Alle nutzlos. Alles freilassen, Alter. Der letzte Orden. Adolf. Geil. Der Eisbergorden oder so, du weißt schon, ein Zeichen der Stärke ist Blagos. Nimm das hier, Eisstrahl. Boah, dass ich mal eine nützliche Zerne bekomme von einem Arena-Leiter, das ist der Wahnsinn. Ja, Bruder, das ist der Wahnsinn.
Boah, geil. Okay, an das hier kann ich mich nicht unbedingt erinnern, aber ich find's geil. Ah, okay, man kann hier sliden. Voll cool, voll Sonic the Hedgehog-mäßig. Es geht aber irgendwie sehr langsam voran. Ist aber okay, kann man so stehen lassen. So, geschieht jetzt was? Tatsache. Sei gegrüßt, wie geht's, wie steht's? Herausfinden zu wollen, wie stark man wirklich ist, nenne ich ein lobenswertes Bestreben. Für einen Trainer eignet sich die Pokémon-Liga ganz besonders gut als Messlatte. Latte. Jetzt, wo du alle, du weißt schon, alle Orden hast, heißt es ab in die Pokémon-Liga. Hör mir zu, Junge. Wie weit du es als Trainer bringst, hängt allein davon ab, wie sehr du deinen Pokémon vertraust. Ich vertraue meinen Pokémon? Die haben mich gerade in den Stich gelassen, diese scheiß Viecher, ey. Alle sie... Das ist der Wahnsinn. Alle haben sie mich in den Stich gelassen, diese minderwertigen Kreaturen. Egal. So, jetzt hatten wir alle Orden, was sehr chillig ist, so rein pädagogisch gesehen. Und jetzt können wir uns zur Siegelstraße begeben. Oder so. Warte, ich kann ich nochmal mit dem reden? Jetzt, wo du alle Blagos. Sehr gut. Ich möchte aber nochmal gucken, ob ich hier was bekomme. Etwas Neues, etwas Geiles. Mal gucken. Ha, gay. Gay. Warte, ich mag die Mütze. Meins. Ich möchte mal meine Mütze hier ändern, denn ich habe die seit dem Anfang des Spiels habe ich die bereits. Ich habe die noch nicht geändert, weil es keine bessere gibt. Ich finde, für das Mädel gibt es viel mehr Auswahl als für den Jungen hier, ne? Ich finde das irgendwie lame. Aber okay, kann man so stehen lassen. Wow, geil. Voll die Pokémon-Mütze. Oder Pokéball-Mütze. Ja, ich finde, das kann man so stehen lassen momentan. Man hat wirklich nicht so viel Auswahl irgendwie. Das meiste sieht auch kacke aus. Würde ich niemals tragen, Alter. Ich weiß ja nicht. Pop-Anstecker. Ich bräuchte unbedingt mal etwas Neues, aber... Es gibt nichts Neues! Er sieht schwul aus. So. Jetzt passt meine Jacke nicht mehr zum Outfit. Blöd. Egal. Ist mir egal. So, ab zur Siegelstraße. Nein, ich möchte nicht angeln. Angeln ist lame. So. Du da, was geht? Ja. Nein. Um zu gewinnen, musst du nichts weiter tun, als über die Fähigkeiten und Möglichkeiten deiner Pokémon nachzudenken. Es geht. Der Spitzname meines Pokémon lautet Misty. Ich kenne Misty. Misty ist geil. Misty ist schon, ja. Ja, sie ist geil. Dernier Weg. Ja, für die, die es nicht verstehen, auf Französisch heißt Dernier Letzte. Also der letzte Weg heißt das jetzt so gesehen. Ja, ich mit meinem scheiß Französisch. Ich kann Franzosen nicht ausstehen, immer noch nicht. Nicht mal ihre Sprache kann ich ausstehen. Samantha, how you doing? Ragnarök. So, was soll ich hier einsetzen? An sich nichts, denn, warte, wirkt das gegen... Nee, nicht wirklich. Dunkelklaue. Hi! Ich bin schneller als er, der Fug. Das mag mir nicht zu gefallen, Bruder! Das habe ich jetzt nicht vorausgesehen. Ich hätte auch zu Bills nicht als Gefahr einstufen können. Das geht nicht. Ich weiß nicht. Ich nehme das. Ich kann dieses Pokémon irgendwie nicht ernst nehmen. Sieht einfach so unschuldig aus und voll klein und minderwertig. Aber ich habe mich gerade eiskalt getötet. Mit einem fucking Schlag. Konoki erreicht Level Up. Sehr gut. Jetzt Castellit, dieses komische Teil, ne? Boah, voll krass, ey, voll das Stein-Pokémon. Das hier sollte reichen. Bams. An sich macht das gar keinen Sinn, ne? Diese Krabbe sollte auch vom Typ Wasser sein, denn Krabben sind ja Wasser-Pokémon so gesehen, oder? Sollten Wasser-Pokémon sein. Sehen sie aber in diesem Fall gar nicht. Und Dongard ist tot, ich muss ihn wieder aufheilen, aber ich habe jetzt keine Lust. Ich weiß nicht warum. Einfach weil es viel zu weit ist. Wie lange nehme ich gerade schon auf? Eventuell schon viel zu lange. Ich habe keine Ahnung.
Ist mir aber egal. Denn ich möchte noch vor der Siegestraße kommen, bevor ich das hier beende. Und hier gibt es noch... Ja, hier gibt es nicht mehr so viele Trainer, aber schon einige. Okay, es gibt schon einige Trainer hier. Goddammit. Ich hätte eventuell gucken sollen, wie lange ich schon aufnehme. Ich weiß nicht. Boah, Doppelkampf mit zwei Ass-Trainern. Geil. Da stelle ich mir voll mega vor. Mega-Block. Hab ich einen Sklaven? Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Ich schiebe gerne. Aber das hier macht nicht unbedingt Sinn. Vielleicht mal gucken. So. Das könnte auch eventuell etwas schneller gehen. Deshalb mag ich den Speed-Knopf sehr am Emulator, ne? Der ist so, der ist Gold wert, ne? Ich finde, das hätte man überall bei jedem Spiel einprogrammieren sollen. Vom Speed-Knopf. Um alles 10.000 Mal schneller zu machen, damit man auch irgendwie vorankommt. Ich muss ja wieder wechseln, weil meine Pokémon minderwertig sind. Blöd, Alter. Du da, was geht? Vier Trainer kommen nahezu ohne Worte aus. Blagos. Ja, ohne Worte. Ja, Blagos passt da sehr gut. Veteran! Ein männlicher Veteran? Ich hatte den noch nie gesehen. Ich dachte, okay, die sahen irgendwie anders aus, glaube ich, früher. Also in Pokémon Weiß und Weiß 2 sahen die so aus wie der Mafia-Boss Giovanni. Aber hier sehen die jetzt etwas anders aus. Ich fand den anderen trotzdem irgendwie besser. Der sah so voll krank aus. Aber der sieht okay aus. Gina sagt Balls. Hippopotamus. Hippopoteros. Oh, dick move, bro. Die sollte man nicht unbedingt unterschätzen, diese Veteranen, denn die sind ja stärker als die Astrainer und die können teilweise überlegen. Aber auch nur teilweise, nicht? Ja, trotzdem sind sie immer noch sehr schwach und sehr blöd. Sehr, sehr blöd. Ich hab's gerade gesagt, blöd. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Top-Genesung einsetzen soll. Nee, reicht. So geht's auch sehr gut. Die Mucke ist voll kacke. Ich finde, die hätte man besser machen sollen. Es gibt einiges im Spiel, das man hätte besser machen sollen. Stimmt, ich hab's vergessen. Ich hab ja vergessen, dass das Spiel nicht so gut ist. Ich darf ja auch nicht zu viel verlangen, ne? Eistrahl, das macht es. Das macht es todsicher. Yay, meine Pokémon sind sehr nützlich, man. Und der hat sich gerade gelegt, ne? Das passt alles sehr gut zusammen. Oder so. Machst du gut, Lapras. Und jetzt, einfach mal Eistrahl. Oder auch nicht Eistrahl. Was hat ihm das jetzt gebracht? Ich habe eine Attacke verschwendet. War das irgendwie in irgendeiner Art und Weise klug? Nein. Aber ich dachte, es würde reichen. Weil Lapras an sich gut ist. Nicht. Oh mein Gott. Ich muss die Animation wieder ausschalten, ey. Das hier nervt mich schon. Das ist effektiv. Mann. Ist ja von Typ Gestein Blagos. Blöd. Du hast mir aber richtig gezeigt. Es geht. Was ist das denn? Haus des Attackenelfers. Ah ja, bei diesem Mann hier könnt ihr eurem Pokémon Draco Meteor lernen, also Drachen Meteor. Heißt der Attack auf Deutsch auch Draco Meteor? Ich hab keine Ahnung. Ja, falls ihr irgendeinen Drachen habt, ich kann es Hunter beibringen, aber das bringt nicht so viel. Denn es ist eine Spezialattacke und Hunter ist auf dem physischen Angriff und das bringt nicht so viel. Trotzdem ist es eine ganz coole Sache, also wenn man gerade voll YOLO spielen möchte, kann man das gerne einsetzen. Muss man nicht, kann man. So, boah, voll krass. Wiederball. Hat sich ja voll gelohnt. Da gibt's eine Beere, ich bin gerade nicht gerade so geil drauf. Deshalb werde ich die einfach mal gekonnt ignorieren, weil ich das kann. So, gehen wir wieder zurück, denn das scheint sehr schlau zu sein oder so. Und, ja. Ich glaube, ich bin aber jetzt zeitlich etwas am Arsch. Sollt ihr einfach mal aufhören und dann machen wir im nächsten Part hier weiter, Leute. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wir sehen uns im nächsten Part hier wieder. Ich sage tschüss, euer Bladius.